Aber das, was ich euch jetzt teile, das sind gute Preise im Gegensatz zu anderen, die euch einfach nur abziehen wollen. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder auf dem griefergames.net Server. Ich bin auch gerade mal am Austesten der Mystery Mod. Bis jetzt war ich ja noch nicht so begeistert. Aber das mit den Money Drops, das ist super, weil ich brauche Geld. Gut, wer braucht das nicht, aber ich brauche Geld. Heute geht es auch ums Geld, denn es gibt einen, würde ich sagen, brandneuen Shopbot. Und zwar kennt man ja von CB4 Bossbot und Shopbot, meine ich. Und es gibt jetzt einen neuen von It's Philip, Moonlight, glaube ich auch. Ne, Moorleiche, nicht Moonlight. Moorleiche, Super Uvologe. Wir können auch direkt mal hingehen, und zwar Bio-Bot, das ist nämlich auch ein Ankaufbot und der hat extrem gute Preise im Gegensatz zu dem, was andere Bots haben. Hier sind zudem ein Case-Opening und hier ein 4 gewinnt. An sich finde ich das Gebäude schon mal richtig schön gebaut. Da vorne ist auch direkt die Kasse. Hier ist ja das Team, Filialleitung ist It's Philip. Lagerleitung, Moorleiche, Designer, Serafino, 998, Bio-Team, Super Uvologo und Murasakineka. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Designer, RXB, ich glaube, den kenne ich auch. Nairo, das habe ich jetzt super ausgesprochen. Und Amir 1191 ist der Hausmeister hier. Sehr gut. Ja, und das hier ist halt der Kopf vom Biobot. An sich, hier gibt es Werkzeuge, was man, denke ich mal, erkennen kann an der goldenen Axt. Hier haben wir zum Beispiel auch sehr viel noch mit Coming Soon. Das kommt alles noch, weil der Shop halt eben neu ist. Das hier halt alles im Showcase noch nicht eingerichtet. Dann gibt es hier Rüstung und da steht halt auch immer der jeweilige Preis dazu. Zu den Ankaufsachen kommen wir gleich. Das hier könnt ihr euch an sich ja schon... Moment mal. 26 bis... Achso, sind 16 Stück. Das steht aber auf Griefer-Wert 20 für ein Stack. Sass, Amogus. Ja, hier gibt es noch alles mögliche an orangenen Farbstoff. Direkt 64 mal, versteht sich von alleine. Dann haben wir hier ganz Redstone-Zeug. Mit dem Shader sieht das irgendwie ein bisschen lustig aus, wegen der Spiegelung. Hier haben wir das ganze Naturzeug, heißt ja Setzlinge, Gras und so. Das kommt aber eben noch. Dann die ganzen Thronbücherregale, Laubholz. Hier ist noch vieles im Bau, so auch die Steine. Aber was nicht im Bau ist, das sind die Ankauf und Verkäufe von Beacons, Drachen, Grundgestein, Aufzügen. Und zwar sehen wir hier direkt, hier ist ja da vorne der Bot. Hier steht auch direkt, erstens suche dir das Item aus, welches du kaufen willst. Überlege, ob du ein oder 10 Stick benötigst und merke dir den genauen Preis. Geh in die Botkammer und zahl dem Biobot den Betrag. Hier haben sie auch dieses Bio-Logo mit eingebracht. Das finde ich sehr schön. Und Ankauf im Werfer. Da müssen wir hier einmal runter. Und da haben wir hier diesen Tanzfloor. Und da können wir... Ach. Hier gibt es sogar schon... Ah, okay. Das ist ja nice. Moment. Ja, und dann können wir hier halt tanzen. Okay, ich wollte ja, Moment, kann ich hier, gibt's auch, Moment mal, wie komme ich, ah ne, ich habe gar kein Flossdance hier, egal, dann, Moment, wie komme ich hier raus, so, zack, und wenn wir mit Tanzen fertig sind, können wir uns nämlich hier beim Ankauf oben links die Behälter ansehen, denn hier unten, hier ist alles noch leer, aber das, was ich euch jetzt zeige, das sind gute Preise im Gegensatz zu anderen, die euch einfach nur abziehen wollen. Hier haben wir das Showcase, Dracheneier, ist egal, also ich weiß nicht, Dracheneier. Ja, ist logisch, dass die beide gleich kosten, weil wenn man die abbaut, hat man halt einen normalen MBT 0. Die kaufbar kann man für 19k kaufen oder halt für 16,5
verkaufen an den Bot. 16,5k ist, meine ich, sogar ein guter Preis. Da macht man vielleicht 500, Moment, ich glaube 17,5 bis 18.500 kostet gerade ein Drachenei. Ein Tausender weniger ist, würde ich sagen, gar nicht mal so sehr abzocke, wie zum Beispiel bei manchen. Also ich finde den Preis noch relativ gut. Bei Beacons 2,4 finde ich sehr guter Preis, ist auch so ein Durchschnittspreis gerade. 1.900, ja, würde ich jetzt hier nicht unbedingt verkaufen bei dem Bot. Da gibt es, glaube ich, bei Privathändler bessere Angebote. Grundgestein hat man 6.000. Ist auch der Durchschnittspreis, also überhaupt nicht zu meckern. 5.000 ankaufen, ja, muss man halt, wenn es man nicht anders los wird, dann kann man es hier verkaufen. Das wäre jetzt nicht so schlimm bei den Preisen. 4.100 oder 4.000 für, glaube, ja, das ist ein Break-Trank und das ist ein Fly-Trank. Ja, ist natürlich wieder super abgeschnitten hier. 3,6, 3,5k finde ich auch eigentlich sehr gute Preise für einen Ankauf. Und die Verkaufspreise an sich eigentlich auch, die sind jetzt nicht ultra überteuert. Und dann haben wir hier noch den Aufzug, wo ich überlegt habe, das ist aktuell ein sehr guter Preis. Also falls ihr gerade Aufzüge sucht, dann kauft unbedingt hier beim Bioboard auf CB4. Denn die kosten laut Griefer-Wert 2,5 bis 3.000 Dollar. Und hier kriegt ihr sie für nur 2.000 Dollar. Das bedeutet, ich denke mal nicht, dass ihr bei einer Privatperson einen besseren Preis findet. Also falls ihr Aufzüge braucht, holt sie euch hier beim Bioboard, bevor sie weg sind. Ankaufen kann, also verkaufen beim Board kann man sich hier nicht. Aber das finde ich also Bestpreis hier. Also der Preis, der hat mich sehr gut überzeugt. Da geht auch Grüße raus ans ja, Biobot-Team. Also Preise technisch ist das meiner Meinung nach der beste Biobot. Ja, wahrscheinlich gibt es mehrere. Der beste Shopbot auf Griefer Games. Zumindest das, was ich gesehen habe. Kann ja sein, dass woanders noch bessere Preise gibt. Aber die meisten Bots, die ankaufen, sind schon ziemlich abzocke, wenn wir mal ehrlich sind. Da finde ich Biobot am besten. Hier haben wir, ja, gut, ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, hier noch eine Ausstellung. Wir können auch, obwohl, ja, man müsste jetzt eigentlich, ihr wisst, denke ich mal, wie das funktioniert. Wenn man sich jetzt mal, kaufe ich hier was? Eigentlich bin ich gerade ein bisschen sparsam. Ich könnte mal das Ankaufen probieren. Habe ich irgendwas zum Ankaufen? Eigentlich gerade nicht, aber wenn ihr da in die Kasse reingeht, wird hinter euch derjenige gekickt, der auch da reingeht, um euch dann halt zu schützen. Müsst ihr halt Pay, Bio, Bot eingeben und dann halt den Betrag. Wenn ihr zum Beispiel ein Beacon kaufen wollt, müsste das 2,4000 sein. Dann payt ihr Bio Bot 2,4k, wenn ihr dort hinten steht und dann droppt er euch den Beacon. Beim Ankauf weiß ich jetzt nicht direkt, wie das funktioniert. Also, hier kann man... Ihr wollt uns verspenden, dann könnt ihr den Bot in der Kammer mal 15k payen und bekommt im Gegensatz noch einen Kopf als Dank. Okay. Also 15k Spende. Wie das mit dem Ankaufen funktioniert, das ist mir noch nicht ganz klar. Ah, dem Bot einen MSG-Bot, MSG-Bio-Bot mit Ausrufezeichen Ankauf schicken. Dem Bot das Item in den Werfer legen. Das ist ja da in der Mitte. Und dann wird er sich das rausnehmen und euch das Geld, was ihr dann beim roten Glas seht, hier bezahlen. Beziehungsweise wenn ihr ein Leuchtfeuer ihm verkauft, kriegt ihr 1.900 dann bezahlt. Also Ausrufzeichen Ankauf per MSG schreiben, in den Trichter, ja in den Werfer das Item legen und dann bezahlt ihr euch auch den Betrag aus. An sich finde ich den Bot, es ist halt noch ein bisschen blöd, dass hier viel Coming Soon ist. Aber wenn das in Zukunft hier noch ein bisschen erweitert wird, das Sortiment größer wird und dann nicht mehr so viel Coming Soon ist, ist das auch ab sofort wahrscheinlich auch mein Lieblingsbot. Der Shopbot ist ja, meine ich, billiger auf jeden Fall als der Bossbot. Aber wir können hier nochmal die Preise vergleichen, weil das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist auch ein Shopbot,
wo man auch höhere Items wie Dracheneier, Grundgestein und so kaufen kann. Bei Bossbot und Shopbot gibt's das meiner, glaube ich, nicht. Bei Bossbot auf gar keinen Fall, bei Shopbot glaube ich auch nicht. Also das hier ist auch schon mal ein Pluspunkt. Wir merken uns einfach mal, was ist denn hier gut zum Verkaufen? Ich glaube, wir merken uns mal hier Dias. 64 mal kostet 747. Dann gehen wir mal zum Shopbot. Vergleichen lässt auch gerade gar nicht online. 747. Da seht ihr es auch. Der Biobot ist sogar noch günstiger als der sowieso. Als der Bossbot billigere Shop. Bossbot. Also Biobot kann ich an sich nur empfehlen, wenn ihr vor allen Dingen neu auf Griefer Games seid, dann kann ich euch diesen Bot auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist meiner Meinung nach der beste Shopbot auf CB4. Auf dem ganzen Server kann ich nicht mitreden. Ich bin halt nur auf CB4 unterwegs. Ab und zu mal auf anderen CD-Builds. Aber mein Main ist natürlich CB4. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst tatsächlich gerne mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch einen günstigeren Bot als den Biobot kennt. Ich weiß nicht, ob das noch geht, weil so wie sich die Supermärkte bebetteln geht, das in Griefer Games irgendwann nicht mehr. Hinterher schweißt kann man auch nicht alles. Gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video auf meinem Kanal zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Dienstag 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.